Willkommen zu einer weiteren Folge Trymakers, Leute, und heute testen wir die krassesten Tiere, die von den Leuten gebaut worden sind. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da, bleibt bis zum Ende des Videos dran, denn wir testen die krassesten Sachen von der Community. Und am Ende des Videos schreibt ihr bitte in die Kommentare rein, was euer Favorit war von den ganzen Tieren. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an, vergesst nicht den Like, wenn ihr Trymakers feiert. Wir gehen rein und viel Spaß. Okay, als erstes haben wir hier eine Ente, die kommt mir irgendwie bekannt vor, von dem Cartoon oder so. Ich kann es ja aber nicht sagen, von was gerade, wenn ich ehrlich bin. Und wir gehen jetzt mal rein in die Ente und guck mal, was die alles drauf hat. Periplatypus heißt das Tier. Kommt mir bekannt vor irgendwie, ich weiß auch nicht. Okay, mit A und D können wir unseren Rücken bewegen. Mit W... Oh! Das sieht ja mal richtig lustig aus. Und mit der Leertaste können wir sogar... Oh! Oh, das sieht aber nicht, das sieht nicht gesund aus, was wir gerade machen. Mit Q kann man hinten diese Laden aufmachen. Oh, mit D kommt hinten, mit T kommt hinten eine Rakete raus. Mit T kommt hier der Motor zum Vorschein, die Turbine, Leute. Und was passiert mit G? Was geht denn hier? Okay, damit hätte ich niemals gerechnet. Was ist das für ein krasses Ding? Ich dachte, es wäre eine harmlose Ente. Aber Leute, es ist einfach zu einem Monster, zu einem Roboter. What the heck? Leute, wir haben einfach ein Monster erschaffen gerade. Gebt euch mal. Oh mein Gott. Gebt euch mal. Wir können einfach schießen. Wir haben eine Turbine am Rücken. Also das ist ganz krass, Leute. Ganz kurz, stopp bitte. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass aus einer ganz normalen Ente, ich dachte einfach, damit kann man laufen, auf einmal schießt der und kann, hat einen Düsenjet hinten drin. Also das finde ich schon richtig krank. Das war so dieser Überraschungseffekt, würde ich sagen. Okay, als nächstes haben wir hier so ein Krokodil. Erinnert mich an Schnapp das Krokodil, wo man so die Zähne berühren muss und dann schnappt das Krokodil zu. An das Spiel erinnert mich das irgendwie. Und es sieht schon echt fresh aus, muss man sagen. Wir müssen mal ein bisschen ran. Okay, also ich denke jetzt, das Einzige, was das Ding kann, ist jetzt zuschnappen. Es sieht cool aus. Wir gehen mal rein in die ganze Luzi. Na, schauen wir mal. Okay. Ach, es kann sogar fahren. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mit A und D kann man ganz normal lenken. Mit W fährt man. Okay, mit D fährt man dann rückwärts. Und man kann mit den Pfeiltasten sein Maul auf und zu machen. Lol. Wir haben einfach ein fahrbares Krokodil. Oh. Oh. Okay. Wir müssen ein bisschen langsam mit dem Ding fahren. Das dreht irgendwie komplett durch. Ah, Leute, ich finde das Teil mega cool. Man kann während dem Fahren auch die Dinger auf und zu machen. Also, das gefällt mir schon mal sehr gut. Muss ich sagen, Respekt an den Bauer. Sehr viel Kreativität an den Tag gelegt. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Oh, la, la. Oh, mein Gott. Wir haben hier einfach einen Vogel, Leute. Okay, ich habe gerade nur die Leertaste gedrückt. So, wir gehen mal mit dem Vogel zum Helikopterlandeplatz. Vielleicht klappt es ja da. Ich kann das Teil nicht fliegen. Also, es sieht mega geil aus, Freunde. Ich streng mich mal an, um das fliegen lassen zu können. Warte mal. Wir gehen mal kurz raus. Wir spawnen es mal da hinten. Ja, ich spawn und es fällt runter. Egal, wir gehen jetzt mal rein. Wir sind gerade auf dem Kopf. Also, mit S, mit W bewegen wir hier die... Mit A? Was passiert, wenn wir A drücken? Okay. Also irgendwie erinnert mich das daran, als ob ein Vogel gerade in der Gefangenschaft ist und einfach nur wegfliegen will. Ich krieg das Teil nicht zum Fliegen. Also Leute, versteht mich nicht falsch. Ich gebe mir sehr viel Mühe, hier das Ding fliegen zu lassen, aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Es ist... Jetzt... Ich krieg's nicht hin. Entweder bin ich zu dumm dafür oder es tut mir leid, ich krieg's leider nicht hin. Oh mein Gott, als nächstes haben wir eine Wespe, Leute. Das soll eine Wespe darstellen. Also mit der Leertaste. Okay, können wir schon mal fliegen mit W und S. Oh, das ist mega gut. Mit W und S. Ey, unglaublich krasse Steuerung. Mit W und S kann man einfach hoch und runter. Mit G... Okay, mit G... Weiß ich, was mit G passiert? Wenn wir T drücken, bewegen sich unsere Flügel. Und mit T...
auch unsere Flügel mit A. Ach, da kann man lenken. Okay, man kann lenken damit. Also Leute, sehr, sehr krass gemacht. Ey, das sieht auch einfach aus wie eine Wespe. Gebt euch mal. Ey, unglaublich krass gemacht hier. Und einen Köpfer! Boah. Also ich muss sagen, vom Fliegen her kann man damit auch echt einfach fliegen, Leute. Selbst für mich, derjenige, der nicht fliegen kann. Aber ich muss sagen, bis jetzt ein sehr, sehr krasses Ding. Sehr, sehr nice. Respekt an den Ersteller wieder, Leute. Und es sieht halt einfach aus wie eine Wespe. Und hinten, wenn man die Leertaste drückt, bewegt sich auch der Stachel. Guck mal. Wir können einfach Leute damit stechen. Sehr, sehr geiles Ding. Auf jeden Fall in der Top 3, glaube ich, heute. Oh mein Gott. Als nächstes haben wir hier eine Spinne. Okay, man kann nur W und S drücken. Mit W. Wow. Man kann damit zwar nicht lenken. Ja, doch, so ein bisschen lenken kann man. Nee, doch nicht. Okay, mit W geht man einfach nach vorne und mit S geht man rück... Mit S geht man rückwärts. Man kann nur eine Sache drücken. Also einmal S drücken wir. Ich hab doch nur S gedrückt. Okay. Also, S ist wahrscheinlich ein Selbstzerstörungsknopf. Wir drücken mal W. Damit funktioniert alles. Und es läuft. Und es sieht auch aus wie eine Spinne. Ganz klar, Leute. Für mich ist das eine Spinne. Auch wenn der Rückwärtsgang von der Spinne nicht ganz so funktioniert. Wir testen ihn nochmal kurz. Ja. Ja, das ist halt das, was ich meine. Es ist manchmal ein bisschen komisch. Aber... ja. Ja, es ist ein gutes Fahrwerk. Es war eine Spinne. Bisschen komisch beim Fahren und sie bewegt sich noch immer. Also, ja, beim Rückwärtsgang läuft irgendwas falsch auf jeden Fall. Oh, jetzt geht's aber richtig los, Leute. Wir haben hier einen Yoshi. So, da bin ich mal gespannt, was der Yoshi hier drauf hat, Junge. So, wir gehen jetzt mal rein in den Yoshi. Oh, der hat viele Optionen. Also, von der Optik her, 1+ mit Sternchen. Sehr, sehr gut getroffen. Mit der Leertaste können wir hier, wie Yoshi das immer macht, mit den Füßen so wackeln. Mit A macht er kurz einen Dab. Dab. Mit D auch irgendeine andere Seite. Mit T. Mit T weiß ich nicht, was passiert. Vielleicht irgendwas an den Augen, an den Händen. Hinten was, am Popo. Okay. Ah, mit Left Shift ist der am Kacken. Guck mal, man kann kacken. Okay, und mit W. Ach, das ist die Zunge. Jetzt check ich. Oh, der hat gerade gekackt. Hä, kam das gerade aus dem Hintern raus? Der kackt einfach Bälle. Der kann einfach Bälle kacken. Was habe ich denn hier rausgenommen? Okay, auf jeden Fall, das ist seine Zunge. Auch sehr krass. Mit W kann man die Zunge rausholen. Und ja, mit Leertaste. Ja, also es ist ein kackender Yoshi, Leute. Für mich auch unter den Top 3. Ich finde den mega geil. Also er ist schwierig zu lenken irgendwie. Er kann auf jeden Fall ganz viele Bälle kacken. Darauf kommt es auf jeden Fall an. Also so freut er sich. Wir machen mal alles gleichzeitig. Ja, okay. Okay, ja. Also ich muss sagen, sehr geiles Ding. Ist echt lustig. Bisschen komisch. Aber das Ding kann einfach rumkacken, Digga. Wir machen mal weiter. Also was die... Ja, jetzt ist der Kopf explodiert. Okay. Also was die Leute manchmal bauen, finde ich unglaublich krank. So, wir haben hier ein Skorpion. Ganz klar zu erkennen, Leute. Das ist ein Skorpion. Man hört auch schon die Motoren. Wir gehen jetzt mal rein. Oh, 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 oh. Okay, mit A und D lenkt man. Mit S rückwärts, mit W nach vorne und dann Raketen wahrscheinlich. Ja, genau. Wir haben hier, Leute, einen Skorpion, der sehr gut sich fahren lässt und mit Raketen. Sehr geiles Ding. Unglaublich nice, Freunde. Und es lässt sich richtig gut lenken, ne? Es hat übelst gute Balance. Es lässt sich nicht runterfallen. Also, mega geiles Ding. Ich sage euch, wie es ist, Bro. Das ist heftig. Das ist heftig. Ich habe keine Probleme damit. Sogar ich kriege das mit dem Fahren. Ich finde das Teil ultra geil. Ultra krankes Ding, Leute. Es ist zwar schlicht und einfach. Es hat nicht so viele Optionen. Aber wie es aussieht und es läuft einfach alles tadellos. Sehr, sehr krasses Ding. Wirklich Props gehen auch hier raus an den Ersteller. So, als nächstes haben wir hier eine Schildkröte, Leute. Mal gucken, was die so drauf hat. Okay, A, D, S, W, ganz normal. Oh, Alter, was passiert, wenn wir... Ach, das ist der Mund. LOL, wenn wir den Mund aufmachen mit der Leertaste,
Ist das einfach seine Hupe? Gebt euch mal. Okay, mit Q und E. Ja, okay, mit Q und E bewegt er seinen Kopf. Wow. Wow. Okay. Ja. Also es ist nicht so einfach zu fahren. Es ist ein bisschen schwierig, die Balance. Also das Gleichgewicht ist nicht so gut. Aber Leute, ich glaube, es kommt noch drauf an, wie wir den Kopf heben. Und tschüss. Ja. Ab in den Schredder damit. Oh. Oh. Ja, wir haben die Schildkröte kaputt gemacht. Also rein von der Optik, Leute, sehr geil. Es funktioniert alles. Es ist ein bisschen schwierig beim Fahren, muss ich ehrlich sagen. Es hat jetzt nicht irgendwelche Zusatzoptionen. Das Einzige, was es halt hat, ne, ist das Hupen mit dem Mund. Und dass es immer runterfällt, sobald man lenkt. Ja, also ich find's auch nicht schlecht, ne? Ich find's auch nicht schlecht. So, wir sind aber noch nicht fertig, denn, Leute, die Meerestiere fehlen natürlich auch. Und wir haben hier ein Wal, in dem wir nicht mehr rein können. Vielleicht können wir jetzt rein. So, jetzt, Leute, jetzt sind wir drin. Nee, das ist ein Hai. Das ist ein Hai. Okay, das ist ein Hai. Oh, da geht die... Guck mal, da geht der Mund auf. Okay, mit S kann man die Flosse bewegen. Boah, mit Turbine sogar, Leute. Boah, das sieht ja ultra geil aus. Wir bewegen so unseren Hai. Also ich denke mal, das sieht aus wie ein Hai. Es funktioniert auch alles ganz schön gut. Das Einzige, was ich nicht hinkriege, ist nach oben gehen. Also machen wir unseren... Also hier kann man unseren Mund aufmachen. Okay, das ist sehr cool. Hier unsere Turbine, ne? Unser Motor. Aber ich komme damit irgendwie nicht hoch. Aber ich werde immer besser in Trailmakers. Aber ich komme hier irgendwie nicht hoch. Ich denke nicht, dass es... Wir testen das mal im Asphalt jetzt. So, wir testen den mal hier. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Nee. Okay. Also, Freunde, ich weiß nicht, wie man mit dem Ding normal richtig schwimmen tut. Sehr cooles Ding. Und ja, wir machen mal weiter. So, wir wissen ja noch unser Vogel, Leute. Und zwar lassen wir uns jetzt mal mit dem Vogel in die Luft schmeißen. Vielleicht kann man das besser fliegen dann. Ich will ja alle Dinge hier auch richtig testen. Nicht, dass ich irgendwas falsch mache, ne? So, wir spawnen jetzt hier nochmal unseren Vogel gleich. Nein, jetzt... Ja, rein. Ja, jetzt können wir es vielleicht fliegen. Ja, ja, ja. Ja, nein. Okay, wir kriegen es nicht hin, Leute. Bei ein paar Sachen bin ich noch ein bisschen lost. Ich weiß nicht, ob alles an mir lag. Aber, Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, was ihr am besten fandet. Ich muss euch ehrlich sagen, ich fand, glaube ich... ich fand irgendwie die Wespe am besten. Erster Platz, der zweite Platz war der Skorpion. Und der dritte Platz würde ich die Schildkröte nehmen. Das ist meine Platzierung, Leute. Schreibt doch gerne rein, was ihr als erstes fandet. Und ich würde sagen, sorry, dass ich ein paar Dinge nicht so gut fliegen kann, aber ich werde immer besser, wenn euch Trailmakers feiert. Beziehungsweise gefällt, dann lasst ein Like da. Ich bin raus. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.